Gavin hat diese Pferde. Ist die Anzahl der Pferde in jedem der unteren Bilder mehr, weniger oder gleich groß wie die Anzahl von Gavins Pferden? Lass uns erstmal sehen, wie viele Pferde Gavin hat. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Er hat also sechs Pferde, das merken wir uns. Lasst uns die Anzahl der Pferde in jedem dieser Kästchen nun mit den sechs oben hier vergleichen. Schauen wir mal hier. In dem ersten haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sechs Pferde. Das sind genauso viele wie Gavins Pferde. Die sehen nur ein bisschen anders sortiert aus. Also wir packen das mal in das Kästchen für gleich groß. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Fünf Pferde, das sind weniger als die sechs Pferde von Gavin, also kommt es in das weniger als Kästchen. Und hier, da brauche ich nur einmal hinsehen, das sind mehr als sechs, aber wir werden sie mal zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf und dann nochmal fünf, das ergibt zehn. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Pferde sind mehr als sechs, also packen wir das in die mehr als Ablage. Jetzt haben wir hier 4 und nochmal 4, das ergibt 8. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 wiederum ist mehr als 6 hier oben, also kommt es in die mehr als Ablage. Hier haben wir 1, 2, 3, 4. 4 Pferde, 4 ist weniger als 6, also kommt das in die Ablage weniger als hier unten. Einfach so. Jetzt prüfen wir die Antwort, um zu sehen, wie wir es gemacht haben. Yay, wir haben es richtig gemacht.